Fairplay ist extrem wichtig, natürlich auch als Spieloffizieller, bei den Spielern, bei den Trainern und bei den Fans, die in der Halle sind. Fairplay, das gehört zum Sport dazu. Vor einer Woche ungefähr war ein Fairer, ist ein Schiedsrichter sozusagen, hat sich verletzt. Und ja, der hat extreme Schmerzen gehabt sozusagen, wir sind hin als Spieloffiziellen. Und dann ist er, nach ein paar Minuten ist er runter vom Eis. Das war in Fereva in Ungarn und da haben die ganzen Zuschauer sozusagen geklatscht und da hat man gemerkt, das ist Fairplay, die respektieren uns. Das war nicht, natürlich keine Absicht, aber dass er sich die Zeit nimmt, danach noch in die Kabine zu kommen, sich zu entschuldigen, schauen, wie es dem Schiedsrichter geht, das zeigt Respekt. Das fühlt sich einfach gut an, auch als Schiedsrichter. Dass man vielleicht die Leute zuerst aussteigen lässt und dann selber reingeht, wenn irgendeiner Hilfe braucht, dass man da hilft und ja, das ist, finde ich, auch Fairplay, auch im Alltag.